Ja, The 1975 waren das mit Guys. Am Ende wollten sie gar nicht aufhören. Und das kann man auch über ihre Platte sagen. Und was man vielleicht noch über diese Platte sagen kann und was diese Band ansonsten ausmacht, das verrät uns jetzt Jan Fischer. Ja, ich krieg natürlich ausgerechnet die Themen, die gesellschaftspolitische Minenfelder sind. Also das ist ja, aber gut. Also es sind Briten aus Manchester. Ist das vierte Album seit 2013 tatsächlich. Also dann gab es noch irgendwie ein Live-Album und eine EP und ich habe etwas auf der Nase, aber ich rede einfach mal weiter. Der Eröffnungssong, in dem sie Greta Thunberg relativ ausführlich featuren, also es ist im Prinzip nur Spoken Word mit einem Vortrag von ihr und so ein paar dahingezupften Tönen, ist direkt der Eröffnungssong. Der ist auch im letzten Juli dann schon veröffentlicht worden. Geh doch einfach ein ganz kleines Stückchen näher, nee, näher an dein Mikrofon, weil dann ist es vielleicht, Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. wir geben Ah zu, ja. wir arbeiten mit Zoom, aber Was stand denn da? Ich konnte da es nicht stand sehen. irgendwas über das Zoom-Meeting, aber wir müssen es Da nicht, stand, wer du heute bist. Ah, wir müssen musst es du jetzt eigentlich nicht dauernd erraten. einblenden. Na gut, Jan, weiter. Entschuldigung. Genau. Also der Eröffnungssong mit Greta Thunberg ist im letzten Juli schon veröffentlicht worden, weil die Band fand, dass es eine wichtige Person sei, vor allem ja im letzten Jahr ja durchaus von sich reden gemacht, die Gute. Und man wollte auch sämtliche Einnahmen aus dem Song an Extinction Rebellion spenden, was halt schon mal etwas schwierig ist, wobei man zu deren Verteidigung natürlich sagen muss, dass die ganzen eher nicht so schönen Äußerungen von dem Extinction Rebellion-Chef dann nach der Veröffentlichung des Songs kamen. Also ich weiß nicht, ob sie das dann beibehalten haben oder nicht. Ist nicht auch eigentlich, ich meine nicht, dass das Konkurrenz wäre, aber wäre nicht Fridays for Future naheliegender gewesen? Ist das nicht die ursprüngliche Bewegung von Greta Thunberg? Ich meine, warum gibt man es dann an eine andere? Das ist tatsächlich etwas Ich seltsam. kann es dir nicht sagen. Das Okay, ja, machte man so. mhm. Ist ja soweit auch in Ordnung. Warum nicht an irgendeine gute Sache spenden? Aber ich finde es ein bisschen komisch, sowas dann als Eröffnungssong auf ein Album zu packen, weil man es dann gleich so ein bisschen thematisch gelesen haben will. Also es ist halt für mich so ein bisschen eine Art von Lesanleitung, also weil es so über allem drüber steht. Und dann, ja, dann finde ich das Album wirklich sehr, sehr eigenartig. Also es Ich würde mal eine arbeitet. kurze Nachfrage stellen zu dem Ja. ersten Song. Also Ja, wie bitte. gesagt, ich kenne die Band jetzt auch nicht so lange, aber ich habe halt über sie einiges gelesen, weil jetzt gerade viel über sie zu lesen war. Und unter anderem habe ich gelesen, dass der erste Song auf allen Alben der gleiche ist. Also das ist immer wieder dieses mindestens so betitelte Stück, The 1975, an erster Stelle gibt, natürlich nicht immer mit Greta Thunberg. Die Frage ist jetzt nur, ist es immer das gleiche Stück oder hat einfach immer nur ein anderes Stück den gleichen Titel? Weißt du da zufällig? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja gut, wir haben jetzt die Das alten müssten wir Alben mal alle nicht. rausfinden. Das ist ein Rechercheauftrag für alle, die sich jetzt gerade stumm geschaltet haben, das mal schnell zu hören. Aber das Stück ist ja auch musikalisch komplett nichtssagend. Ich habe mir irgendwie notiert, es erinnert an diese Ja, aber Regenwald-Sauna-Soundtracks. das ist natürlich ist das musikalisch Nichtssagen. Es soll ja Einfach auch nur die Untermalung, ja. inhaltlich was sagen. Also es würde ja ablenken von der Botschaft, die da ja dann doch hintersteckt. Ich glaube, am Ende ist es einfach wie das gesamte Album ein einziges Ranschmeißen an vermutete Hörergewohnheiten. Es ist prätentiöser Kitsch und ich habe mich echt geärgert, weil ich Greta Thunberg gar nicht so doof finde. Aber wie kann man aus so einem kraftvollen Auftritt wie dem von Greta Thunberg so prätentiösen Kitsch machen? Fürchterlich. Also für mich funktioniert das Album tatsächlich so ein bisschen so, wie auch diese Aktionen von Extinction Rebellion immer so ein bisschen funktionieren. Also man hat so ein, also man findet es irgendwie, man will es irgendwie gut finden, weil es ist ja auch ein wichtiges Ziel und da sind Leute, die arbeiten sich irgendwie an was ab, was sie wichtig und toll finden. Aber dann kommt dabei halt was raus, was irgendwie so eine emotionalisierte, klebrige Randschmeißerei ist. Und so finde ich tatsächlich das ganze Album. Also Stefan, du hast es gerade auch schon gesagt, das ist so ein bisschen so ein, ja, also man versucht halt irgendwie alle zu bedienen, alles zu bedienen, was geht. Also jedes Lied ist halt irgendwie ein anderes Genre.
Und am Ende habe ich irgendwie ein Album gehört, wo mir ständig jemand ins Ohr kreischt, guck mal, wie wichtig wir sind, wie toll wir sind. Und das findest du doch auch, oder? Lob uns doch mal, guck mal, was wir alles können. Und das stimmt ja auch. Also es ist ja wirklich auch eine Leistung, so ein Album zu machen, was dann in so vielen unterschiedlichen Genres halt rumspielt. Findest du wirklich, dass das unterschiedliche Genres sind? Also ich habe ein anderes Genre rausgehört im zweiten Song bei People, da versuchen sie irgendwie so Garagenrock zu machen. Und der Rest ist alles dieser Weichspül, Frickel, Elektro, Pop. Nein. Mal ein bisschen mehr Boyband und mal ein bisschen mehr Autotune, aber ansonsten ist das ist doch alles diese nichtssagende Pop-Scheiße. Nee, das stimmt nicht. Naja gut, okay, wenn du natürlich sämtliche Genres, die im Pop existieren, als nichtssagende Pop-Scheiße abtust, dann ist es natürlich alles das gleiche Genre. Aber sie bedienen schon, da hat Jan recht, sehr, sehr viele unterschiedliche Genres auf diesem Album. Sie klingen mal ein bisschen ranschmeißerisch, da hat Stefan auch völlig recht gehabt. Sie klingen mal so ein bisschen nach James Blake, sie klingen mal so ein bisschen nach, einmal klingen sie sogar nach extrem kraftlosen Underworld, dieses Yeah, I Know oder so, wo dann so extrem mit Vocoder irgendwie gearbeitet wird. Ich finde, also ehrlich gesagt, weil Jan gerade gesagt hat, man will dieses Album gut finden, geht mir nicht so. Ich wollte es auf keinen Fall gut finden, weil es ja heißt, dass ich dann drei Alben schon verpasst hätte, einer offenbar ganz tollen Band. Aber irgendwie war es irgendwie eine komische Sache. Ich will auch noch kurz die Genese dieses Albums sagen. Ich habe nämlich tatsächlich, als gerade der gute Stefan gesagt hatte, mehr Gitarren, oder es war Aline, glaube ich, in dem Falle, die das gesagt hatte im Chat, habe ich dann als erstes Lied, weil ich dachte, wer sind denn eigentlich The 1975? Hören wir mal rein. Habe ich als erstes Lied ausgerechnet People bekommen und habe dann gedacht, okay, ja, finde ich nicht super, aber das kann man machen. Das klingt, wenn die sowieso gerade so interessant sind und das ist offenbar ihre Musik, nehmen wir sie doch. Und dann war ich doch etwas irritiert, als ich dann merkte, es ist tatsächlich, wie Thomas zu Recht sagt, wirklich das einzige Stück in dieser Art. Das ist dann schon sehr, sehr komisch. Ich finde, das Stück, was wir gerade gehört haben, ist ja ein Stück übers Musikmachen, dieses Geist, wo sie sozusagen das Sein in der Band thematisieren, was schon mal ungewöhnlich ist. Aber das passt unglaublich gut zu dieser Band, finde ich, weil diese Band ist irgendwie wie so eine Meta-Band. Die sind keine richtige Band, sondern das ist mehr so wie ein YouTube-Anleitungsvideo übers Musikmachen. Also sprich, alles, was mit Musikmachen zu tun hat, wird hier angerissen und es ist, da muss ich wiederum, würde ich Jan recht geben, es ist schon gut gemacht, es hat zum Teil klanglich und auch kompositorisch sind das durchaus Qualitäten. Es hat aber eben oft auch so eine Langweiligkeit, die ich halt zum Beispiel auch so einem sehr großen Thema wie Tame Impala oder Impaler zuschreiben würde. Ich finde halt, also das Stück, was wir gerade gehört haben, zum Beispiel, man kann es halt sich schön hören, denn das Lied, was wir gerade gehört haben, Geist, die Single, finde ich, das kann auch durchaus Prefab Sprout-Fans gefallen. Es ist nicht weit weg von dem, was Prefab Sprout gemacht haben. Es sind auch Stücke auf dem Album, die klingen 1:1 mehr oder weniger fast wie Sufjan Stevens. Und der ist auch großartig. Nur diese Stücke auf diesem Album klingen halt wie Computer angeschmissen, generisches Sufjan Stevens-Stücks eingegeben und dann zack, irgendwie schnell zusammengebastelt. Das ist alles nicht schlecht, aber irgendwie fehlt mir die Inspiration für das eigene. Ich weiß nicht, hat jemand, weil wir jetzt alle so negativ sind, hat es denn vielleicht noch irgendjemand gut gefunden, irgendwas Positives gefunden an diesem Album? Ich frage mal die bislang noch nicht so viel dazu gesagt haben. Ich finde es großartig, aber ich gebe nur Punkte. Tiger hat vorher gesagt, er will heute nichts sagen, er will nur Punkte geben. Du findest es großartig, tatsächlich? Ja, ich finde es großartig. Also alles, was ihr gesagt habt, stimmt. Diesen ersten Song mit Greta Thunberg, den habe ich überspielt. Und alles, was danach kam, ich kenne 1975 auch nur vom Hören, habe mir noch nie vor Musik angehört und alles, was danach fand ich spannend. Ich habe mit viel Freude bis zum 22. Track, ich glaube 22 Tracks sind drauf, mir das ganze Machwerk angehört und finde gerade die Spannung und dieses von einem Trash-Punkwerk wie People dann wirklich zu den anderen Tracks überzuleiten, eine Spannbreite, weil ich finde es immer halt auch People ein sehr, sehr gelungener Song ist in diesem Genre und alles andere ist, verwebt sich irgendwo zwischen, wie gesagt, Prefab Sprout, R&B-mäßigen Einflüssen, Dream Pop, wie auch immer.
klar kann man denen zuvor halten, dass das Ganze sehr, sehr geflickschustert ist, wie auch immer. Aber es ist die Stimme, wie sie Songs arrangieren, wie die Harmonien gesetzt werden, finde ich schon sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich auch schon viel zu viel erzählt. Ich finde die Platte großartig. Ich bin einfach froh, wenn ich dann bald meine Punkte abgebe. Na dann versuchen wir doch mal einfach mal eine Punkteabgabe, wenn, es sei denn, es möchte noch jemand einen unglaublichen Diss loswerden. Ah, Aline möchte noch was sagen. Ja, ich möchte wissen. Yes. Ja. Nein, das, also im Prinzip das, was natürlich schon gesagt wurde. Sie versuchen irgendwie sehr, sehr viel damit reinzubringen, so von wegen, Jungs, ich möchte aber auch noch mal so eine R&B-Phase reinbringen. Ich möchte auch mal Hip-Hop machen. Und dann kommt noch so ein Orchesterleiden da immer mit zu, mit irgendeinem Song. Und ich finde, es ist auch alles auf ihre Art einfach nicht gut gemacht. Es ist alles unheimlich beliebig. Und wenn sie dann mal so in die Indie-Richtung gehen und man denkt, ah, jetzt könnte es vielleicht auch mal so Charakter bekommen, reicht es aber nicht mal für irgendwie so einen Zach Braff-Film als Soundtrack. Dafür ist es halt auch schon zu schwach. Und ja, kein Mensch braucht 22 Songs. Ich finde, das kann man auch, sie hätten das auch alles ein bisschen zusammenraffen können. Es hätten auch 15 wesentlich bessere Songs sein können oder sogar noch weniger. Also das ja, also ich musste die ganze Zeit denken an Bravo Hits 2020, gespielt von einer handwerklich guten Coverband mit einer fatalen Neigung zu vergessenen B-Seiten. Aber dafür fehlten dann die ganzen Deutsch-Rap-Hits, die bei Bravo 2020 doch wahrscheinlich drauf sein müssen. Dann Apache hätten sie ja auch mal covern können, ne? Bin ich denn der Einzige, der gerade bei diesem Videosong die ganze Zeit dachte, das ist fast exakt Eye in the Sky von Alan Parsons Project Band von Anfang der 80er? Offenbar. Bei der Videoaufmachung musste ich an Wham! Last Christmas denken. Ja, nee, nicht das Video, sondern der Song zum Video. Ja, wie gesagt, der Song hat mich ja an Prefab Sprout eher erinnert. Nicht unbedingt so, dass ich sagen würde, dass es so gut ist wie Prefab Sprout, aber auch nicht so weit weg. Und von den seifigen Werken von Prefab Sprout, die sie später gemacht haben, überhaupt nicht so weit weg. Also von daher, und ich mag auch die Stimme tatsächlich ganz gerne, das kommt auch noch hinzu. Also ich würde sagen, handwerklich ist da schon eine ganze Menge Qualität im Spiel. Weswegen ich fange jetzt einfach mal mit der Punktevergabe an, 3 Punkte auf jeden Fall für dieses Album geben würde, aber ich vermisse natürlich auch ein bisschen den Charakter, den Aline gerade auch schon so schön als fehlend angegeben hat. Wie sieht es weiter aus? Fangen wir mal mit Aline oben links an. Nee, jetzt ist Thomas oben links, okay. Na gut, ein Punkt und das ist wohlwollend. Okay. Ich gebe auch einen Punkt. Stefan? Einen. Okay, ja, Johanna? Über wohlwollende 2 Punkte. Immerhin, ja. Jetzt muss ich aufpassen auf dem Hauptbild. Tiger? Ja, wären es 44 Songs, hätte ich 5 Punkte gegeben. Okay, 4 Punkte. Und Jan, was hast du gesagt? Was hast du? Das kriegt eine 3, weil sie bemühen sich. Also. Ja, das ist, ähnlich habe ich es ja auch ein bisschen empfunden. Das finde ich ganz interessant. Durchaus ein bisschen kontrovers. Das Album heißt, wie heißt das Album eigentlich? Das Album heißt Forms, nee, Notes on a Conditional Form. Ja, wenn das nicht überheblich ein bisschen prätentiös, so wie der restliche Quatsch auch. Vielen Dank, das war das Wort, was mir fehlte. Das ist tatsächlich prätentiös. Aber mein Gott, die hatten so einen Erfolg in England, vielleicht dürfen sie auch einfach prätentiös sein. Man weiß es nicht, vielleicht verstehen wir es auch einfach nur nicht. Genau, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir das Album schon mal eingeblendet haben. Falls nicht, könnten wir das jetzt noch einmal tun. Und das ist es, so sieht es aus. Und wir gehen aber auch schon von The 1975 zu unserem zweiten Thema.